Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Koalitionsvertrag steht Europa an vorderster Stelle. Das ist angesichts der Herausforderungen, vor der wir in Europa, aber auch in der Welt stehen, richtig und gut so. Und dabei liegt es vielmehr an Deutschland selbst, bei den wichtigen Weichenstellungen, die die Europäische Union in den kommenden Monaten zu treffen hat, seine Interessen und die europäischen Interessen nicht nur zu formulieren, sondern entschlossen dafür zu werben und Mehrheiten zu gewinnen. Deshalb bin ich unserer Bundeskanzlerin äußerst dankbar, dass sie morgen in Brüssel genau das macht. Unaufgeregt, aber zugleich zielstrebig und erfolgreich, so wie wir sie kennen. Mit der Entscheidung des Vereinigten Königreichs, aus der Europäischen Union ausscheiden zu wollen, ändern sich auch für Deutschland und für die anderen Mitgliedstaaten wesentliche Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit. Neben den rechtlichen Fragen fällt der Zeitpunkt der Austrittsverhandlungen auch in die Beratungen für den mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union. Allen hartnäckigen Gerüchten über den Britenrabatt zum Trotz verlieren wir neben einer großen Volkswirtschaft auch einen großen Nettozahler für den Haushalt der Europäischen Union. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Entschluss der Briten, der Europäischen Union in den Rücken zu kehren, reißt ein beträchtliches Loch von ca. 12 bis 14 Milliarden Euro pro Jahr in den EU-Haushalt. In dem Zusammenhang begrüße ich es deshalb ausdrücklich, dass die Kommission diese Lücke zumindest zur Hälfte auch durch Einsparungen schließen möchte, anstatt nach immer mehr Geld aus den Mitgliedstaaten zu rufen. Jedoch werden wir in den kommenden Jahren nicht nur mit einem Defizit auf der Einnahmenseite zu rechnen haben. Die heutige Zeit stellt uns vor eine Vielzahl neuer Herausforderungen und Aufgaben. Die Bekämpfung des Terrorismus, die Gewährleistung von innen- und äußerer Sicherheit, der Grenzschutz, Verteidigungsinvestitionen sowie Ausgaben von großen Forschungsprojekten müssen finanziert werden. In den vergangenen Jahren ist zu Recht von uns auch immer gefordert worden, dass sich die Europäische Union hier stärker engagiert. Der Vorschlag der Kommission, diese Mehrausgaben wiederum aus bis zu 80% aus neuen Mitteln zu decken, halte ich persönlich vor diesem Hintergrund für nachvollziehbar. Nach den Vorstellungen der Kommission sollen die angesprochenen Einsparungen durch maßvolle Kürzungen in der europäischen Agrar- und Kohäsionspolitik erfolgen. Da diese beiden Positionen zusammen mit einem Anteil von 73% einen Großteil der Ausgabenpositionen ausmachen, ist es deshalb auf den ersten Blick gesehen verständlich, hier als erstes ansetzen zu wollen. Als Brandenburger Abgeordneter sei mir hier aber der Einwand erlaubt, dass neben den Direktzahlungen für unsere Landwirtschaft insbesondere die Strukturfonds einen unersetzlichen Beitrag zur Stärkung des ländlichen Raums ausmachen. Im Unterschied zum Vorschlag von Haushaltskommissar Oettinger geht der Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sogar noch einen Schritt weiter. Durch den Ausschluss aller Länder mit einem überdurchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen von Strukturfondsmitteln würden zwar 100 Milliarden Euro im nächsten MFR zusätzlich eingespart werden, jedoch fielen neben Deutschland zum Beispiel auch die Benelux-Staaten, Frankreich, Schweden, Dänemark und Österreich aus der Förderung heraus, obwohl es sich bei diesen Staaten um Nettozahler handelt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Akzeptanz der EU in diesen Staaten steigert, wenn von den starken Volkswirtschaften zu Recht zusätzliche Mittel gefordert werden, aber von großen Teilen der Förderungspolitik dann ein Ausschluss erfolgt. Auch in Deutschland, meine Damen und Herren, gibt es nach wie vor Regionen, die eine Unterstützung durch die Europäische Union bedürfen. Deshalb haben aber alle Mitgliedstaaten einen Beitrag zur Konsolidierung des Haushaltes der EU zu leisten. Die Mitgliedstaaten sind hier gefragt, ihre Kreativität nicht nur auf zusätzliche Programme und Projekte zu beschränken, sondern auch mit konkreten Einsparvorschlägen aufzuwarten. So warb die Kommission erst kürzlich für mehr Einsparungen, aber eben auch um die Bereitschaft der Mitgliedstaaten, zusätzliche Mittel für neue Aufgaben und Projekte bereitzustellen. Dies darf meiner Meinung nach aber nur geschehen, solange die Investitionen einen europäischen Mehrwert erzielen, das heißt einen Zweck für die europäische Gemeinschaft erfüllen, ökonomischen und technischen Fortschritt bringen sowie für Stabilität und Ordnung in den Mitgliedstaaten sorgen. Aus meiner Sicht ist es unerlässlich, diesen Maßstab auch bei bestehenden Projekten anzulegen. Wir brauchen also eine Ausgabenkritik auch für bestehende Projekte. Mehrausgaben
könnten beispielsweise zum Teil mit neuen Einnahmen bestritten werden. Die Kommission schwebt, eine neue EU-weite Plastiksteuer oder die Aufnahme des europäischen Emissionssystems in den EU-Haushalt vor. Darüber wird zu diskutieren sein, wenn wir uns ausführlich mit den Eigenmitteln der Europäischen Union auseinandersetzen. Für mich ist aber wichtig, dass neue Einnahmequellen eine Lenkungswirkung aufweisen. Vielleicht bietet aber auch der Brexit eine Chance, seit langer Zeit strittigen Vorhaben voranzutreiben. Ich nenne als Stichworte die gemeinsame Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage oder eine EU-weite Finanztransaktionssteuer. Nun ist es in der EU wie in jeder großen Familie. Sobald man sich mit finanziellen Forderungen auseinandersetzen muss, werden die meisten erstmal ganz still. So sind Österreich, die Niederlande und weitere Mitgliedstaaten nicht bereit, mehr Kosten zu übernehmen, bleiben aber Vorschläge schuldig, wo genau Einsparungen stattfinden sollen. Ich erwarte deshalb mit großer Spannung, wie sich Österreich im zweiten Halbjahr 2018 präsentiert, wenn es die Ratspräsidentschaft innehat. Mehr, zum Teil auch berechtigte Ausgabenwünsche bei Austritt eines großen Nettozahlers und gleichbleibenden Zahlungen der anderen Mitgliedstaaten werden keine Lösung darstellen. An die Richtung der AfD sei gesagt, die von Ihnen immer angesprochenen Milliarden und Unsummen, die wir aus Berlin Richtung Brüssel schicken, da bin ich der Meinung, dass wir dort vollkommen richtig handeln, denn 1% unseres Steueraufkommens des Bundes für Europa in Frieden, Freiheit und Wohlstand auszugeben, halte ich für einen angemessenen Beitrag. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Christian Petri.